Moin und willkommen zu einem neuen Gaming-Video hier auf unserem Kanal. Heute zocken wir den Train Simulator 2021 von... Ja, wir sind ja in Bergün angekommen das letzte Mal, jetzt ist der Teil 4. Wir fahren heute von Bergün nach Breda durch den Albula-Zirkus. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen. Und jetzt geht's rein ins Video. So Leute, jetzt stehen wir hier am Bahnsteig in Bergün und ja, jetzt geht's weiter den Berg hoch Richtung Albula. Dann mal gucken. So, jetzt muss ich erstmal die Türen aufmachen. Na, jetzt hast du die Leute einsteigen lassen. Die Lichter anmachen. Jetzt kommen auch einige Tunnels und auch viele Brücken jetzt im nächsten Abschnitt. Ja. Und wir werden jetzt auch einige Höhenmeter jetzt auch überwinden. Ja, wir rollen zurück. Also, Breda liegt einiges höher als Bergün. So, wir fahren los. Heute ist es eine 650er. Was ist das für ein Wappen? Das haben wir jetzt nicht richtig gesehen. Savonin in Pretica oder so. Ja. Man kann da Google ganz drauf schauen, kann das sein? Ja, man kann von hinten gut reingucken, gell? So. Auf 50 lassen, ja. Also hier gibt es sicher auch viele langsam Stellen. Wieder bestes Wetter mal eingestellt, dass wir auch schön die Berge sehen können. Na, jetzt geht's die ganze Zeit steil bergauf. Ja. Die haben das ja auch so ähnlich gelöst wie am Gotthard. So auch mit Kehren und Tunnels, um eben an Höhe zu gewinnen. Was geht's denn da rein? Ah ja, da geht's wieder raus. Ja, so langsam fängt der Albula-Zirkus an. Das heißt, mehrere Trassen übereinander mit Schlaufen, Spitzkehren und Tunnels. Sehr interessante Konstruktion. Musste so gemacht werden, weil das ja eine Adhäsionsbahn ist. Gott sei Dank haben die Ingenieure das nicht als eine Zahnradstrecke gebaut. Also das ist schon sehr weitsichtig gewesen hier.
Die Strecke wurde auch früher von der G45 befahren, von dieser Dampflokomotive. Und da mussten die Eisenbahnpersonale in den Tunnels dann feuchte Tücher vor die Nase und vor den Mund pressen, damit sie nicht erstickt sind wegen den, wegen den Rauchabgasen. Immer wieder beste Sichten auf den Zug. Aber es sind meistens nur kurze Tunnels, also das geht noch. Ein Fahrgast. Der Zug ist leider schneller als wir. Mhm. Ne, mit dieser freien Kamera da. Wir müssen uns dranhängen. Da ist eine Bergbahn. Genau. Das könnte Latsch sein. Bergbahn nach Latsch hoch. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal wieder. Leichte S-Kurve. Mhm. Ja, wir fahren Richtung Baumgrenze. Aber es dauert noch. Ein paar Höhenmeter sind es noch. Hier kann man schön die Baumgrenze sehen. Ja. Bei 1700, 1800 Meter ungefähr. Aber der Zug fährt auch nur so hoch und dann fährt man wieder runter. Ja, das könnte jetzt eine Kabelbude sein, da. In den kleinen Häuschen sind so Material drin, um die Oberleitung zum Beispiel zu flicken und sowas. Baumaterial. Aber es muss ja recht schnell dann, wenn irgendwas passiert ist, wenn eine Lawine runtergekommen ist, muss man sonst schnell diese Strecke wieder instand setzen. Und das ist gut, wenn das Material schon vor Ort ist, das man benötigt. Da unten ist ein Bahnhof. Ja. Müssen wir aber noch sehr viel Höhenmeter machen. Eine kleine Station, ja. Ah, nee, das sah nur so aus. Das ist gar nicht so lang. Also, ja. Was ist denn das für eine Station? Das ist Muot. Muot? Ja. Muot, okay. Ja, kleine Zwischenstation. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht anhalten, ne? Nein. Da fahren wir durch. Da unten fließt wieder die Albula, dieses kleine blaue Band da in der Ecke.
Ach ja. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, zwischen Tiefenkastell und Suraba möchte man einen Tunnel bauen. Da wird der Streckenverlauf etwas geändert. Da hat es in letzter Zeit Hangrutschungen gegeben und auch eine Entgleisung oder mehrere Entgleisungen von Regionalzügen. Also da muss man jetzt was machen. Auch hier bewegt sich die Erde und man muss ständig die Trassen erneuern, anpassen, vielleicht komplett neu woanders verlegen. Ah, da vorne ist die. Da vorne ist sie hier noch so gewesen. Ja. Ja, wir gewinnen immer an höheren Schrauben. Deswegen sieht man auch über uns und unter uns auch noch Eisenbahnschienen. Die Straße rüber hoch zum Albula, genau. Was sind das hier immer für Aussichten? Da parkt einer. Ah, der macht ein Foto. Von der Eisenbahnstrecke oder von. Hallo. Hi. Warten Sie, bis unser Zug vorbeikommt. Ja, der will auch ein Foto machen. Geh mal zur Seite. Der will auch ein Foto. Schön BMW. Das Einzige, was hier wirklich. Gut, außer den Bergen natürlich die rote Eisenbahn ist natürlich sehr beliebt als Fotomotiv. Jetzt sind wir mittendrin im Albula-Zirkus. Ah ja, da kann jetzt die Brücke da unten stammt der. Ja, genau. Hallo. Da unten steht er. Genau. Das ist ja ein schöner Fotostandpunkt, so wie es aussieht. Aber da gibt es ja viele, viele Fotostandpunkte hier. Oh, gleich können wir nur 45 km/h fahren. Ja. Ich glaube, Breda dürfte jetzt ja auch nicht mehr allzu weit weg sein. Also wir dürften jetzt so ungefähr auf 1500 Meter sein, Meereshöhe. So, gleich müssen wir runterbremsen. Vielleicht könnte man ja mal im Winter fahren. Da dürfte das ein bisschen rutschiger sein. Das dürfte auch spannend sein. Die gleiche Strecke mal im Januar, Februar zu befahren. So, hier ist Breda. Breda kommt jetzt? Ja, dann haben wir es ja gleich geschafft.
Vielleicht sehen wir ja noch den Piz Cache. Das ist sozusagen der markante Berg am Albula. Das sind diese beiden Doppelspitzen. Vielleicht sehen wir das ja noch. Also Preda liegt noch vor dem Albula-Tunnel. Da müssten wir es eigentlich noch sehen können. Die Kurven sind eng, mein Gott. Da ist er. Da vorne ist der Piz Cache. Das ist dieser Doppelberg da hinten. Der? Das ist der berühmte Piz Cache, genau. Der markiert sozusagen den Albula. Da ist ein schöner Lambo. Ein Lambo, ja. Wenn ich mich jetzt hier nicht vergucke. Hübsch, ja. Die fahren bestimmt dann über den Berg. Also der Tunnel ist ja nur für die Eisenbahn gedacht. Hier sind wir, glaube ich, oben. So, Piz Cache haben wir schon gesagt, ist in Sichtweite. Wir verschwinden dann gleich im Tunnel, aber das wird erst beim nächsten Film so sein. Sehr schöne Gegend. Hier ist es hochalpin, hier kann man auch wunderschön wandern. Auch zum Albula-See hochwandern. Wirklich toll. So, Preda kommt jetzt. Das ist Preda. Ja. So, die heutige Endstation auf unserem langen, langen Weg nach St. Moritz. Nein, ich hab nem... Oh. Was hast du gemacht? Ich habe eine Notbremse ausgelöst. Notbremse ausgelöst? Ja. Ja gut, das können wir dann wieder lösen. Okay, und weiter geht's. Eigentlich wollte ich daneben hindrücken, aber ja. Dann fahren wir noch einen halben Kilometer, dann sind wir da. Ja, er fährt wieder an. Einfach eine Notbremsung ausgelöst, oh mein Gott. Capreda ist auch gar nicht so ein richtiges Dorf, das ist eigentlich nur so eine Station noch vorm Tunnel. Oh, der Tunnel scheint aber echt lang zu sein. Ja, der ist glaube ich über 6 Kilometer lang. 6-7 Kilometer dürfte der lang sein, der Albula-Tunnel. Und davor müsste noch ein Trafohäuschen irgendwo zu sehen sein. So. Da links? Ja. Genau, da ist das Trafohäuschen. So, Preda. Piz Cache ist immer noch sichtbar. Also obenrum geht es dann mit dem Auto weiter. Und wir fahren beim nächsten Mal durch den Tunnel. Richtung Bever. Ins Engadin. Ja, wohin geht's da? Ach, das sind Abstellgleise. Da geht's dann nirgends mehr wohin. Ah ja. Ja, die haben das Preda nur gebaut, damit die Bahnarbeiter noch Möglichkeiten haben zum Schlafen und ja, das ist. Wenn man schwungvoll hier durch die Gegend fährt, kann man hier schön den Mond da fallen, ne? Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit uns jetzt hier nach Preda zu fahren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.